Attention Unit 1, Atom 12. Begin beep. Ach, endlich wieder im Dienst. Beim Sonnenuntergang und mit dem Blick auf Burgershot. Was könnte es Besseres geben als dieses Bild? So also schön mit der Sonne im Hintergrund. Wir sind auf Verbrecherjagd. Eigentlich könnten wir uns auch mal irgendwo hinstellen. Hey, ich fahr doch gar nicht schnell. Einfach mal irgendwo hinstellen und mal abwarten, was so passiert. Das machen wir einfach mal. Manchmal besteht Polizeiarbeit ja auch darin, nicht so viel zu tun. Ich habe aber mal vor mit euch, demnächst mal so eine Art Drogenrazzia-Simulation zu machen. Also was heißt Drogenrazzia-Simulation? Ich will mal in die Gang-Gegend, da wo halt auch Franklin und Co. groß geworden sind. Und möchte einfach mal ein bisschen gucken, wie es da so ist, wenn man da so als Polizist rumrennt. Kann ja sein, dass da irgendwas Spannendes passiert. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert on a Runner. Del Perro Freeway for narcotics in transit. Gib mir was anderes. Please. Copy dispatch. Attention Unit 1, Lincoln 18. Ein Raubüberfall. We have a robbery in Morningwood. Achtung, Achtung. Oh, ich muss hier rüber. So, ist nicht weit weg, Gott sei Dank. Wir waffnen uns schon mal mit der Pistole. Wenn einfach mal hier rumfahren. Gucken, ob wir gleich das SWAT mit anfordern müssen. Wo ist denn das? Hier, ne? Ich habe mal auch einen anderen Mann genommen diesmal. Um das mal ein bisschen besser darzustellen. Ich kann ja gar keine andere Waffe nehmen. Ja, dann muss es halt die Pump-Action sein. Oh. Ups. Er hat gedroht zu töten. This is dispatch. We are code 4. No further units required. Kann ich jetzt das Geld haben? Ich kann aber zumindest das Dingens haben. Er hat gedroht zu erschießen. Ich empfand das als bedrohenswerte Situation und habe ihn deswegen erschossen. Ich hätte ihn auch in die Füße schießen können, dann wäre er außer Gefecht gewesen. Ja, ist mir klar. Lass mich in Ruhe. Es tut mir leid. So. Ah, stopp. Zu weit gefahren. Ich will geradeaus und dann rechts auf die große Straße. So, und rechts fahren darf man ja hier in Amerika, auch wenn man niemanden gefährdet. Ja, du kannst doch gehen. Ja, jetzt will er nicht mehr gehen, okay. Dann bleiben wir auch in der Spur. Der parkt aber scheiße hier. Ist der Watt, das will ich mal kontrollieren. Gut, wir müssen ja jetzt nicht hier mit extrem krassen Sachen auffahren. C. Playcheck. Suspect's license plate. 2, 5, Adam, Robert, John, 2, 8, 3, 1099. Okay. Scheint also alles sauber zu sein. Trotzdem steht der Scheiße. Und da steht auch Do Not Block Intersection. Deswegen werde ich den jetzt abschleppen lassen. Ja, Entschuldigung. Alles klar. Und Tow Truck. Dispatch
Dispatch calling Unit 1 out Knife of 12. Progress. Citizens oh, report klar. of 417 King. Copy that, Dispatch. Oh, Roger that. Klar. 1 out of 12. Kamera. Medical aid requested. Respond code 3. Proceed with caution. Oh, habe ich nicht aufgepasst. Entschuldigung. So. Rum um die Ecke. Hier irgendwo soll ein Messerkampf stattfinden. Er macht ein Selfie. Was ist mit ihm los? Hey, hey, hey. Was soll ich denn damit machen? Wie kriege ich das wieder weg? Und warum ist die da runtergehüpft? Ich will das nicht. Okay. Gott, Vibe. Runter auf den Boden. Meine Güte. So, jetzt wollen wir sie erstmal festnehmen. Eine ist dabei leider draufgegangen. Hier holen wir mal ein Dingens für. Ein Wagen, der den abholt. Ein Polizeitransporter. Das ist ja groß, ey. Hey, hey. Genau, der nimmt sie jetzt ab und für die anderen rufen müssen wir jetzt den. Dispatch calling Unit 1, nee, Lincoln 18. Jetzt nicht annehmen. Citizens report a driver under the influence on a ich muss nämlich hier mal eben Del Perro kurz rum. Freeway. Das darf ich natürlich nicht, aber hey, wo ist denn die Leiche? Oh. This is Adam 5. Copy that. We'll keep an eye out. Okay, das ist ein Exit. Das ist ein, quasi ein Parkhaus. Aber aus diesem Exit kommt man. Oh. Das war dumm. Aus diesem Exit kommt man auch so gar nicht mehr raus. Ne? Man kann ja nicht einfach runterfahren. Man muss hier rechts rumfahren. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. We've got a stolen police vehicle in Pacific Bluffs. Bitte wo? Ein gestohlenes Polizeifahrzeug auf dem Friedhof? Kann man machen. Muss man nach dem Eingang suchen. Hier. Müssen wir natürlich irgendwie auch die Rechte wahren. We've got a criminal resisting arrest in Pacific Bluff. Copy that, dispatch. Animals on the loose. So. Eiskalt ausgenutzt. Okay, wir haben ihn aufgehalten. Dispatch calling Unit 1 falsche Knopf gedrückt. We've got assistance required. Respond code 3. Wie kommen wir denn jetzt wieder raus? Eigentlich genauso wie wir reingekommen sind, ne? Wir sind nicht kaputt gegangen. Das ist ja nicht schön. Folge mal der Straße hier, weil eigentlich müsste es ja hier auch irgendwo rausgehen. Nee, eigentlich nicht, aber dann fahren wir halt jetzt mal ganz kurz über den Rasen. So. Wo wir schon mal hier sind, können wir uns ja mal hier hinstellen und mal gucken, was hier so geht. Gucken wir doch mal, ob hier irgendwas Auffälliges ist. Wenn wir jetzt schon gerade keinen Einsatz haben. Ich könnte einen natürlich jetzt heraufbeschwören, aber wir könnten uns ja auch mal mit der guten alten Polizeiarbeit auseinandersetzen. Attention Unit 1, Lincoln 18. We have vehicles racing in, Richmond. Foot Pursuit in Progress. Alles klar. Jetzt habe ich gerade einen forciert aus Versehen. Roger that, 1 out of 12. In route, responding code 3. An officer in need of assistance.
non-lethal weapons to be employed. Ah, ich darf also niemanden töten. Ja, aber ein Elektroschocker. Geht also. Ich brauche mal einen Air-Support. Attention all units. We have units requesting air support. Over. Pacific Bluffs. We are wheels up and en route. Runter mit dir. Stop what you're doing. So, den haben wir schon mal. Was macht denn der da? Oh, der andere soll jetzt gar nicht mehr? Okay. Dann rufen wir jetzt den Wagen. Backup needed for a suspect placed under arrest in Pacific Bluff. Wo ist jetzt plötzlich weg? Hector 13, we're at the little coffee shop around the corner. Roger. Ja, okay. Ich nehme das jetzt mal so hin. Mein Wagen hat eine leichte Delle. Man könnte sich natürlich jetzt einen neuen spawnen, aber hey, was soll's. So, wir sind ja hier so ein bisschen am Highway jetzt gelandet. Dann gucken wir uns die Karre hier doch mal einmal an. Dann machen wir einen Stopp mit der. Doch nicht nach links, Mann. So, und zur eigenen Sicherheit werden wir hier mal eine Shotgun tragen. Officers report a suspect resisting arrest on Del Perro Freeway. Backup needed on Del Perro Freeway in Pacific Bluffs. Yep. Wow. Wow. Ja, du bist gegen mich gefahren. We have units requesting helicopter support. Over Del Perro Beach. So, we're airborne anfahren. And moving in. Over. Weit gekommen ist der jetzt auch nicht. Wow, fuck. Was war das denn? Ich glaube nicht, dass das bei dem Fahrzeugmodell so gewollt war. Er hat sich gewehrt. Außerdem bin ich ganz schön doll auf den Kopf gefallen wegen dir. Dispatch calling Unit 1, Adam 12. Citizens report an assault and battery. Was ist denn da los jetzt plötzlich? Eine Schießerei? Ich werde jetzt hier erstmal den Coroner rufen. Und dann natürlich noch ein Tow Truck. So, sollen sie mal alle herkommen? Der Tow Truck kommt nicht darum. Das ist da. Achso, das ist kein durchgängiger Weg. Verstehe. Ich werde mal eben meinen Wagen ein wenig beiseite fahren. Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert for an armored car robbery. So, da sind die einen zumindest schon mal. Das ist super. Und da kommt auch der Tow Truck. Ocean 1, we can get that. Ihr fahrt so rum. Warum? Achso, weil wir wahrscheinlich blockieren am Ende. Ja, den müsst ihr natürlich auch mitnehmen, ne? Also, läuft bei euch. Eieiei. Achtung, ich muss ein bisschen zurücksetzen. Sonst komme ich hier nicht weiter. So, beschaulich hier. Wir werden mal gleich zurückfahren. Ein bisschen in die Stadt hinein.
mal so wieder Richtung Polizeirevier auch zu kommen. Wenn wir jetzt hier ganz beschaulich durch die Gegend eiern. Attention Unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert for a kidnapping. A kidnapping? Okay, alles klar. So, gucken wir doch mal, warum hier wie wo was wann gekidnappt wird. Ist ja nicht nett. Auf dem Delp Hero Bay. Wie soll das denn funktionieren? Dispatch calling Unit 1, Lincoln 18. Approach with caution. So, wir machen jetzt mal was anders. Don't panic for organic. Hi. Na? Can I search your vehicle? Er hat mich getasert. In Del Perro Beach. Ach, das ist die Rampe, die ich da vorne habe. Nein! Ich wollte doch den... Oh. Attention, this is dispatch. We are code ich dachte, ich hätte den Elektroschocker gezogen. Jetzt habe ich ihn in den Kopf geschossen. Das tut mir leid. Ich dachte, ich hätte den Elektroschocker gezogen. Holen wir auch hierfür dann mal den Leichenwagen. Was macht das Elektroauto da hinten? Naja, ist mir auch egal. Der Leichenwagen kommt erstmal von da unten, das läuft. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr beim Aushilfs-Sheriff Crunchcore wieder zugesehen habt. Diesmal ein bisschen abwechslungsreicher. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, während die Leiche hier abtransportiert wird. Danke fürs Zusehen, fürs Einschalten. Däumchen oben wäre cool. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Crunchcore sagt bis dahin, haut rein. Bye!